Es ist Tag 1 in Offenbach nach Hans-Jürgen Boysen. Der Trainer ist weg, sein Nachfolger noch nicht gefunden. Dafür aber ein neuer Stürmer, Momo Diabang. Heute bestand er den medizinischen Check, morgen soll er erstmal spielen im Pokal. Fehlt nur noch das Trikot. Ich wollte nur gucken, ob mein Trikot fertig ist. Ja, das ist deine neue Arbeitsbekleidung. Ja. Nun kann der erste Anpfiff kommen für Diabang, der bis zum Saisonende ausgeliehen ist vom VfL Bochum. Er wollte dort weg. In der Vorrunde war er nur noch 9-mal zum Einsatz gekommen. In Offenbach ist er die gewünschte Verstärkung für den Sturm. Sein Auftrag ganz klar, Tore schießen. Nur wie viele will er nicht verraten, aus gutem Grund. Ich habe in Bochum ein Versprechen und dann ist nicht so geklappt. Und lassen wir das überraschen. Überrascht hat auch ihn die neueste Entwicklung in Offenbach. Die Trainerentlassung hat auf seinen Wechsel jedoch keinen Einfluss mehr gehabt. Der Verein hat mir geholt, nicht der Trainer. Und ich weiß, was war los. Aber ich finde, ich bin hier gekommen zu spielen. Und dann, wenn andere Trainer kommen, auch dann müssen wir nur zusammenarbeiten und versuchen, Verein zu helfen, die Klassen gehalten. Morgen schon soll er Offenbach ins Pokal-Halbfinale schießen. Die besten Wünsche begleiten ihn. Wer danach die Mannschaft als Trainer übernimmt, ist weiter unklar. Horst Ermantraut wird es nicht, wie heute Morgen noch vermutet. Und definitiv ist auch, dass es Michael Demgen nicht machen wird. Der 44-Jährige, der in der Winterpause ja noch mit einem Trainerjob liebäugelte, bleibt Manager.